mit Annika Lau und Marco Schreil. Guten Morgen am Dienstag. Ja, guten Morgen. Und wir haben die schönsten Emojis heute Morgen, weil das Emoji Jubiläum hat, 60 Jahre. Welche Emojis Sie unbedingt kennen müssen, um sich nicht zu blamieren, das zeigen wir Ihnen in unserem Thema am Morgen. Ja, und außerdem... Die Angst und der Schrecken kamen um Mitternacht. Bei einem schweren Erdbeben sind in China mindestens 118 Menschen ums Leben gekommen. Hunderte sind verletzt worden und die Menschen dort im Nordwesten des Landes brauchen ganz schnell Hilfe, denn viele Haushalte sind bei strengem Frost jetzt ohne Strom und ohne Wasser. Wirklich beeindruckende Bilder erreichen uns seit der Nacht aus Island. Auch dort hat wochenlang immer wieder die Erde gebebt und diese Erdstöße haben eben diesen Vulkanausbruch. Bei der Ampelkoalition in Berlin werden die Pakete schon vor Weihnachten zurückgegeben. Denn es melden sich immer mehr Politikerinnen und Politiker, die das gerade über Wochen mühsam zusammengekratzte Haushaltspaket nachbessern wollen. Gestern hatte mit den Bauern eine besonders betroffene Branche so einen Vorgeschmack auf das gegeben, was dem Land ab Januar bevorstehen könnte, nämlich heftiger Protest gegen die Kürzung. Bei einem Brand sind am Abend in einem Krankenhaus in Frankenthal in Rheinland-Pfalz mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. 5 Tage noch bis Heiligabend und der erste Kassensturz im Einzelhandel sagt, bisher waren die Deutschen bei ihren Weihnachtseinkäufen ziemlich zurückhaltend. Das ist auch kein Wunder. Viele Leute schauen wegen der höheren Preise und den kommenden Belastungen beim Thema Tanken, Heizen zum Beispiel gerade ganz genau aufs Geld. 7:11 ist es. Komm, wir gehen Dart spielen. Mitten in der Nacht. Ja. Die Geschichte habe ich gerade erzählt hinter den Kulissen. Heute Abend heißt es auf jeden Fall Daumen drücken für Ricardo Pietrescu. Oder einfacher gesagt Pikachu. Da wird er, so wird er von allen genannt. Ja, denn unsere deutsche Dart-Hoffnung feiert WM-Debüt im Alley Pally. Das ist in London gegen die Japanerin Mikuru Suzuki. Wahrscheinlich kann ich auch noch schnell fahren. Wir haben Pikachu vor der WM in seiner Heimat in Nürnberg getroffen. Wir drücken auf jeden Fall alle die Daumen. Ja, ich probiere es mal. Finde ich schön. Es ist 7.13 Uhr. Einen schönen guten Morgen. Wozu sind Menschen in der Lage? Und wie viel wert ist ein Menschenleben? Diese Fragen stellt man sich, wenn man erfährt, was in einer WG in Köln, in NRW, passiert sein soll. Sabrina ist gerade mal 21 geworden, weil sie zu Hause von ihren Mitbewohnern und ihrem Ex-Freund geprügelt und misshandelt worden sein soll. So heftig, dass sie an den Folgen starb. 7:16, guten Morgen. Viele greifen gerade zu im Supermarkt, manche schleppen das Zeug sogar säckeweise nach Hause. Es geht um die Vogelfutter. Ja, weil diese Menschen ein großes Herz haben. 20 Millionen Euro geben wir jedes Jahr für Vogelfutter aus. Um es jetzt auszustreuen und den Vögeln über den Winter zu helfen, aber tun wir denen damit überhaupt was Gutes, ist die Frage. Worauf müssen wir achten? Fettfutter, wie bei uns. Okay, Marco. Warte, 1, 2, 3. Ich bin ein Star! Beim Urschrei die absolute Krise kriegt. So, jetzt erstmal andere Promi-Meldungen. Zack.